Hallo Leute, Blind Spectator, vor euch am Mikrofon, wir spielen weiter Battle Chef Brigade. Oh, was hast du heute zu sagen? Greetings. Etwas Neues im Angebot heute? Da kannst du wetten, nur das Feinste. Nun, Bruderherz, wenn man es genau nimmt, wird es morgen noch eine bessere Auswahl geben. Heute Morgen? Heute Morgen? Was macht das schon? Wir haben immer tolle Sachen im Angebot. Schau als täglich rein, ja? Schön, das werde ich. Oh, jetzt hat er auch einen Erdtopf. Schlechten Gewürz. Plus eine Stufe 3 grüne Zutat. Okay, das ist ja krass. Diese Kampfsachen sollte ich vielleicht auch nicht außer Acht lassen, ne? Weil die serviere ein Gericht, das fünfmal die gleiche Zutat enthält. Serviere ein Gericht mit mindestens einer Zutat pro Monster in der Region. Wirft gleichzeitig zwei Dolche. Ah, das sind alles schwierige Auswahlmöglichkeiten. Dieser Erdtopf ist, denke ich, mit so einer der sinnvollsten Sachen, aber ich muss das vorher dann anpassen, oder? How's it going? Sieht so aus, als würde Fawn Pay genauso viel Angst einjagen wie dir. Was? Wie konntest du ihn hören? Er will manchmal nachts flüstern hören, hauptsächlich, dass ihm nach Monsterfleisch gedüstet. Boah, dein Schwert spricht wirklich? Nicht wirklich. Er spricht über die virtuelle Verbindung zu mir, die meinen Ritus der Elemente knüpft. Niemand sonst sollte ihn hören können. Was sein sollte und was tatsächlich ist, sind zwei verschiedene Dinge, Trashy. Ich glaube sogar, dass ich Fail in diesem Moment höre. Er sagt, 404 Text nicht, konnte nicht aufgerufen werden. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht von ihr stamme, aber ich verstehe kaum die Hälfte von dem, was Ziggy sagt. Gehen wir mal jagen. Vorsicht, Kleine. Otzi ist verschwunden und er ist ziemlich gerissen. Ganz abgesehen von tödlich. Wer ist Otzi? Ah! Jetzt können wir anfangen. Ein guter Jäger ist immer mit dem Ökosystem in Einklang. Du musst darauf vorbereitet sein, es sowohl zu nähern, als auch von ihm zu profitieren. Erlege eine Beste, dann zeige ich dir, was ich meine. Passabel, leg die Zutat vor deinen Füßen ab. Mit RT, LT. Oh. Nachdem der Kühler gelegt ist, warten wir, bis ein Switchy auftaucht. Denk daran, Zutaten, die du bei Duellen nicht brauchst, kannst du ablegen. Nachdem Switchy gefüttert wurden, legt sie ein Ei. Eier sind eine natürliche, wertvolle Zutat. Sie können mit einem Angriff in Soße umgewandelt werden. Meister, Eier sind mein Lieblingsessen. Ich weiß, wie man. Habe ich dich um eine Stellungnahme gebeten? Nein, Meister. Ich wusste es nicht. Nice. Ach, das war passabel. Geh noch ein paar Eier suchen, damit ich ein Frühstücksomelett zubereiten kann. Okay, das heißt, wir nehmen dich jetzt auf. Wie kann ich zwischen den Sachen scrollen? Jetzt hat das Ei weggeworfen. Das soll ja nicht. Kann man nicht irgendwie dafür sorgen, dass die eine andere Zutat wegwirft als die ausgewählte? Kann man nicht so switchen? Mein Ei wieder. Wie war's, Meister? Du solltest an deiner Form arbeiten. Sagst du eigentlich was anderes, wenn ich dich anspreche? Nee, ich kann dich ja nicht ansprechen, Trashy. Was gibt's Neues, Chef? Eigentlich nichts. Wie viele Sieger hast du schon errungen? Das geht dich gar nichts an. Freundlich. Minahan, Minahan, melde mich zum Dienst.
Pink dich auf die Minute. Wenn deine Schicht zu Ende ist, habe ich eine neue Geschichte für dich. Leg los. Jawohl. Das hier ist das stressigste Minispiel EU West. Delicious. Thanks. Ich kann mir vorstellen, wenn man dazu guckt, dann wirkt es echt easy, ne? Dann denkt man sich, warum stellst du dich so an? Aber das Problem ist halt echt, diese Zutat da oben im Blick zu haben. Und dann das hier so zu drehen, wie sie es haben wollen, ist halt echt nicht einfach. Oh, that looks good. Oh, this smells delightful. Thank you. Vor allem, wenn dann so eine Scheiße hier ist, ne? Das gerade ging ja, aber das hier ist dann schon wieder ein bisschen frickelig. Das hier ist easy. Very much appreciated. Okay, die will sogar... Die hat sogar richtig krasse Ansprüche, Alter. Guck dir das an. Nein. Und zum Teil ist es dann auch so ein bisschen, muss ich zugeben, luckbasiert, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Oder ob ich schnell schaffe oder nicht. Wenn ich versuche schon, das im Blick zu haben. Aber es ist halt echt schwierig. Nee. Nee. Mach das wieder rückgängig. Ich hatte es doch fast. Thank you. Und potenziell gibt es da auch immer schnellere Möglichkeiten als das, was ich mache. Fuck, das hätte ich noch fast geschafft. Noch zweimal drehen. Then what happened? Und was ist dann passiert? Er zeigte auf die Narbe an seinen Arm und gab zu, dass sie nicht von einem Monster, sondern von einem wütenden Gegner stammte. Was? Wegen eines verlorenen Duells? So etwas ist unehrenhaft. Ja, es ist schon später, als ich dachte, ich muss los. Wir sehen uns morgen, Pontida. So, dann schauen wir uns nochmal hier um, was der da zu verkaufen hat. Nehme ich denn jetzt so ein, also Kompetenzbücher wären halt auch wichtig, ne? Aber ich nehme die Doppelmesser. Muss ich das extra ausrüsten? Ja, muss ich tatsächlich. Scheiße. Den Taschenplatz will ich nicht aufgeben. Komm, Saskias Keksdose kommt weg. Shit. Den fordere ich heraus. Nehmen wir hier Schiff. Okay, lass dich nicht einschüchtern. Du musst deine Siege verdienen. Schiff, können wir ein Duell arrangieren, wenn du kurz Zeit hast? Du willst dich mit mir duellieren. Nur ein freundliches Duell zwischen zwei Kandidaten. Hältst du diesen Wettkampf etwa für ein Spiel? Das habe ich nie behauptet. Geh einfach und bereite dich auf den nächsten Kampf vor. Ich warte nicht gern und habe gehört, dass Unpünktlichkeit eins der Talente ist. Okay, akzeptiert, sehr schön. Ich kann hier ja theoretisch, da muss ich zwar die ganze Zeit die Töpfe wechseln, aber ernsthaft, ich konzentriere mich ja eh hauptsächlich auf die Hauptzutat. Und das bisschen kann ich dann schon noch auf die anderen Töpfe machen. Ich habe den letzten Jahr eh nicht benutzt, die letztes Mal die normalen. Es gibt ja momentan nur die drei Zutaten. Funktioniert es dann mit Knochen? Shit, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass es mit Knochen funktioniert. Regenbogen-Dinger. Weil die werden ja auch nicht auf. Also sie sind ja keine eigene. What the shit hast du heute an? Was ist falsch mit dir? Im Küchenkolosseum bricht ein weiterer herrlicher Tag heran. Und unsere Teilnehmer werden mit jedem zubereiteten Gericht noch kunstfertiger. Genau wie das Feuer in den Herzen unserer Köche, leuchtet auch die Stimmung dieses Turniers noch heller.
Diese Kleinstadtköchin ist zu einem Publikumsliebling geworden. Ein herzliches Willkommen dem Eisernen Magen. Mina! Diese Kandidatin stand angeblich von Großmatriarchin Killen ab und ist für ihre unorthodoxen Zutaten bekannt. Shiv Saya, die saure Zunge. Du bist es nicht mal wert. Heute heißen wir Botschafter Akebo wieder auf der Jury-Plattform willkommen. Ah, ein schöner Tag für ein Duell. Ich kann es nicht erwarten, die heutigen Gerichte zu kosten. Ich weiß, ich ändere die Stimmen die ganze Zeit. Beim alljährlichen Feuerfestival bieten ortsansässige Gastronomen an ihren Ständen würzige Spießchen an. Ich wünsche mir, dass unsere Kandidaten der heutigen Herausforderung ebenso viel feurig herum begegnen werden. Irgendeinen davon muss man ja abficken, oder? Wenn die unterschiedliche Geschmäcker haben. Geht ja nicht, dass Gleichstand ist, oder? Wobei, geht vielleicht schon, aber ist schwer. Und dann ist nicht hauptdominierend, also wird es den vermutlich beiden da nicht hier fallen. Die nächste Jurorin ist die berühmte Großmatriarchin Haskell. Mit jeder neuen Herausforderung enthüllen diese Köche mit ihren Kreationen mehr von sich selbst. Ich freue mich schon, heute mehr herauszufinden. Einige Köche missverstehen Erde als die simpelste aller Energien, doch ihre Reinheit birgt eine Komplexität subtiler Art. Serviere mir ein Gericht, das dem gerecht wird. In meiner Jugend weigerte ich mich, aus Angst vor dem Fluch, der auf mich übergehen könnte, das Fleisch dieser Bestie zu essen. Genau wie unsere Vorfahren fürchtete auch ich, was ich nicht verstand. Glücklicherweise zeigten unsere Küche heutzutage angesichts des Unbekannten keine Furcht. Sehen wir uns an, was sie da hier mitmachen können. Versket! Oh, die Puschels! Die Brigade lebe hoch! Auf geht's! Versket! Wo finde ich die Scheißviecher? Da! Eine Menge davon direkt. Ich hab Verskit-Schwanz. Komm her! Kackviech. Okay. Erde. Ich habe momentan viel Erde, also werde ich auf Erde gehen. Oh, diesmal haben wir auch mehr Zeit. Tasche voll. Oh, das ist ja nice. Okay, komm. Abgeben. Neue Sachen holen. Gib mir nochmal Verskit. Habt ihr noch andere Zutaten als... Ja. Gut, es bringt mir momentan noch nichts, die Zutaten zu verwenden von denen allen. Also ich meine alles, was die haben. Weil man verliert da Zutaten, wenn man fällt. Es bringt mir momentan noch nicht alles davon zu verwenden, weil die ja, weil ich dieses Dingens nicht habe. Also ich habe gesagt, ich will hauptsächlich auf Erde gehen, um die Tussi glücklich zu machen. Dann machen wir das. So. Rühre. Chillen wir eine Runde. Ziehen uns ordentlich einen durch. Übliche halt, ne? So, dann nehme ich dich. Stelle ich dich auch noch hier rein. Dadurch, dass wir jetzt so viel Zeit haben, gehe ich irgendwie davon aus, dass wir echt viel... Punkte erreichen müssen. Hier nochmal so ein Schwanz. Das Ding hier. Sehr gut. Das hier auch. Viel Erde wollen wir drin haben. Viel Erde. Hier beiden auch.
Okay, ich habe echt viel Erde hier drin. Ihr beiden fusioniert euch noch in den Feuertopf, bitte. Sehr hervorragend. Okay. Soll ich auch noch so ein bisschen auf Feuer gehen? Diese dünne Soße brauche ich ja überhaupt nicht in dem Fall. Hier. Wasser. Hervorragend. Okay, ich kriege hier ohnehin schon nichts mehr so wirklich rein, ne? Okay, keine Ahnung, ob die sich jetzt verbinden wird oder nicht. Alter, dich kriege ich da nicht mehr rein. Kann ich überhaupt noch was reintun? Ich kann die hier nicht drehen, die Zutaten. Ich kann hier noch ein Regenbogen-Ding reintun. Where did you learn to do that? This? My mom taught me. She was an amateur battle chef. Well, it's not like it's impressive or something. Of course not. Ich habe noch mal Regenbogentropfen. Ich habe davon ja welche. Okay, aber die verbinden sich nicht mit den anderen. Es wäre auch nicht so sinnvoll, aber ich hatte es jetzt schon irgendwie gehofft, ne? Egal, was ich reinmache, es funktioniert halt nicht. Moment, kann ich mit der dünnen Soße, kann ich damit auch die verändern? Okay, jetzt ist aber Erde nicht dominierend, jetzt fick ich sie doch alle ab. Das war jetzt nicht so smart. Wobei Erde und Wasser ist gleich dominierend. Fuck. Jetzt nicht mehr. Shit, ich habe 230er Gericht, aber ich werde zu viele Punkte abgezogen bekommen. Ah, warte, ich kann hier noch was retten. Krieg ich das noch? Ich habe keinen Regenbogen mehr. Haben die nochmal so, keine Ahnung, irgendein Geschmacksdingens, was ich nutzen kann? Nee, das sind alles die Schwänze und so. Was hast du? Was könnt ihr? Nein. Früchte wären echt nicht schlecht gewesen für... Kriege ich damit noch die Erde hin? Die sind ja nur so Zweierdinger. Ich kann hier ja noch verschieben. Warte. Das geht doch, oder? Shit. Ich brauche den Platz. Aber ich krieg keinen Platz. Ach so, 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 so. Rein mit dir. Was? Warum vermengt sich das nicht? Der Joker. Ah nee, ich brauche ja noch einen anderen. Scheiße, ich habe ja keinen Knopf mehr. Okay, bringt nichts. Aber man wählt auch aus, wie man serviert. Bereite ein zweites Gericht zu. Das habe ich nicht gesehen. Machen wir eine etwas längere Folge. Ich habe nicht mitgekriegt, dass man den zwei Gerichte machen muss. Oh Mann, ey, ich Vogel. Ich dachte schon, warum haben wir so viel Zeit? Das war jetzt aber auch zum ersten Mal, dass sie diese Mechanik erwähnt haben, also, dass das passiert ist, ne? Da fühle ich mich jetzt nicht so schuldig, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Wichtig ist, ich muss auch darauf zu achten, dass dann in jedem dieser Gerichte auch das Verskit-Zeug drin ist.
Hast du wieder dieselbe Soße? Oh, eine irdene Soße. Das bringt mir jetzt natürlich sogar was. Die davor war ja nur so eine blaue drin. Also es ist random. Das ist ja Schmutzblaue. In dem Fall. Ich meine, nehme ich jetzt trotz allem mit für den Fall der Fälle, ne? Aber. Okay. Dann fangen wir trotz allem erstmal mit der Erdigen an. Ja, einfach erstmal alles Erdige klatschen. Und Sverskit-Fleisch. Wichtig. Nicht vergessen. Machen wir direkt nochmal. Dreh, 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 dreh. Hervorragend. Nochmal ein Verskit-Fleisch, weil ich will den Joker auch dabei haben. Den schon, den schon. Okay, okay, diese Jokers bringen mir nichts, weil die versauen mir nur alles. Alles klar, das ist natürlich gut zu wissen. Weil ich habe jetzt nicht mehr das, was ich dafür brauche. Okay. Also diesen Kopf. Um es mal auf Deutsch zu sagen. In den allgemeinen Töpfen kann man also tatsächlich nicht diese Knochen vermengen. Will ich den da oben auch klatschen? Der hat... Was hast du für Elemente? Ja, hauptsächlich Wasser, das bringt mir auch nichts. Ja, da oben nur nochmal dasselbe Viech, okay. Fuck, 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 ich muss jetzt gucken, dass ich das eine finische und dann zum nächsten übergehe. Kommt jetzt noch mal Erde rein, so viel wie wir haben. Früher. Sehr gut. Kriegen wir noch mal hin. Where did you learn to do that? This? My mom taught me. She was an amateur battle chef. Well, it's not like it's impressive or something. Of course not. So, hier jetzt noch das Feuer zusammenmischen und ich würde sagen, das ist dann das erste Rezept. Das geben wir ab und zwar der Lady hier. So, dann fangen wir mit dem Feurigen an. So, das Verskit-Fleisch brauchen wir, allerdings ist das halt... Das ist Schmutz. Anders kann man es nicht sagen. Weil das hat ja überhaupt nicht das, was der braucht. Awesome. Rühr. Rühr. Okay, jetzt noch mehr Feuer. Feuer. Erde auch noch. Langsam wird es eng in diesem Topf. So, die beiden vermischen sich auch noch. Sehr gut. Feuer. Okay. Hier nochmal so eine Frucht. Die Früchte sind gut. Die helfen mir halt. Das kriege ich sogar nochmal hin. Wobei, das ist jetzt schon ein 117er Gericht. Das andere war schlechter, ne? Der Verskit-Schwanz ist halt... Ja, den könnte ich auch noch reintun. Aber dafür habe ich schon gar nicht mehr den Platz. Die Früchte, die sind perfekt, Alter. Das sind Cheater-Früchte, sage ich euch.
Okay, zuerst müsst ihr beiden euch mal kurz vermischen. Ah, shit, shit, shit. Komm, ein bisschen was geht noch. Wäre echt ärgerlich, wenn ich nicht gewinnen würde. Wir kriegen hier noch einmal eine Max-Zutat zu vom Feuer. Zack, damit ist es auch die dominierende. Eine 116er und eine 142er. Thank you for your hard work, chefs. Let's see what the judges have to say. Alter, wenn die später 3 sind, das ist ja crazy. Danke für all eure harte Arbeit, Köche. Dann wollen wir mal sehen, was die Jury über eure Bemühungen zu sagen hat. Expertly crafted. Eisbergrübe Felspanzerherz, okay. Ein gutes Gericht, aber die feurige Note schmecke ich nicht. Die Vorspeise haut mich nicht um, aber du weißt, mit Zutaten umzugehen. Nur eine 139er. Na, easy. Delicious. Ich kriege ja sogar noch Bonuspunkte. Langsam aber sicher schmeckt man es, aber das macht das Feuer noch aufregender. Exzellent wie immer. Du hast dich seit Beginn des Turniers vortrefflich gemausert. Okay, jetzt hier. 128er. In deinem Gericht fehlt es der Erde an Dominanz. Es erfordert Erdeperlen, um das richtige Aroma zu erzielen. Das ist krass, weil wenn die da jetzt mehr Erde drin gehabt hätte, dann wäre das höher als meins, oder? Ein respektables Gericht. Mir gefällt deine Arbeit. My congratulations. Ja. Aber insgesamt hätte ich dann trotzdem gewonnen. Diese blumigen Aromen von Erde sind genau, was ich mir vorstelle. Wunderbar in puncto Geschmack und Umsetzung. Die anderen Kandidaten sollten sich sollten dich zum Beispiel nehmen. Ja, nur die Knochendinger sind nervig. Da wäre noch viel mehr drin gewesen. Ein weiterer überwältigender Sieg für den eisernen Magen. Mina Hahn, Sieg! Hervorragend. Dieses Turnier verkommt zum Witz. Die Gerichte, die du zubereitest, hätten die Standards unserer Ahnen nie befriedigt. Wie dem auch sei. In meiner Kultur ist es üblich, dem Sieger ein Zeichen der Anerkennung zu geben. Hier bitte. Damit schützen wir kleine Kinder vor Verbrennung, wenn sie mit dem Kochen anfangen. Solche verlangsamen Gegner. Du bist ja nett. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war eine weitere Folge Battle Chef Brigade. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ihr mögt Dark Souls? Ich auch. Dann abonnier doch meinen Kanal. Klick dieses Video. Klick das Video. Auch wenn ich kein Dark Souls Let's Play habe.